Eigentlich unterrichten sie in der Schule und in der Universität. Doch im Augenblick sieht ihr Arbeitsalltag komplett anders aus. Denn Petra und Alois Buch sind eines von 16 Ehepaaren, die bei der Familiensynode in Rom mit dabei sind. In einer ihrer Mittagspausen haben sie sich Zeit genommen und mir von ihren Erfahrungen bei der Familiensynode berichtet. Herr und Frau Buch, seit gut 2 Wochen sind Sie jetzt schon in Rom und gehen täglich in den Vatikan, um bei der Familiensynode zu beraten. Wie geht es Ihnen heute? Ganz gut, auch im Blick darauf, dass es nur noch eine Woche ist. Es ist schon anstrengend, oder? Ist sehr anstrengend, muss man sagen. Es ist auch deswegen anstrengend, weil das natürlich auch sprachlich eine ziemliche Herausforderung ist. Also wenn man das in den Nuancen mitkriegen will, ist man eigentlich immer mit 2 Ohren dabei. Also man versucht das in der Originalsprache eben, die Differenzierungen zu kriegen und dann auch ständig auch dort, wo es nötig ist, auf die Übersetzungen zu hören und dann aus aller Welt zuzuhören. Das ist schon auch inhaltlich so vielfältig, dass man wirklich nach einiger Zeit K.O. ist. Ja. Was würden Sie sagen, sind die Versammlungen in einer Generalversammlung anstrengender oder eher die Sitzungen in den Sprachzirkeln? Eigentlich ist es gleichermaßen, also nur unterschiedlich anstrengend. In der Generalversammlung muss man sich eben so stark konzentrieren, also man ist so wie ein bisschen eingepfercht, müsste man schon fast sagen, und muss halt so eine lange Zeit am Ort sitzen bleiben und dauernd im Wechsel diese Statements anhören, eben mit der Sprachvielfalt, wie es mein Mann schon gesagt hat. Und im Sprachzirkel geht es ja dann nicht mehr um die Sprache, aber dann dafür um den Inhalt. Und das ist eine andere Herausforderung. Aber das ist auch, also, spannend. Spannend ist schön. Spannend war sicherlich auch heute der Moment, als Sie dran waren, Ihr Statement vor der Synode vorzutragen. Wie haben Sie das organisiert? Wer von Ihnen hat gesprochen? Wie ging das? Wir haben beide gesprochen. Wir haben das vorher, erstens haben wir den Text gemeinsam gemacht. Das ist ja ein bisschen schwierig, man muss es sehr frühzeitig einreichen, also kann auch schwer auf die aktuelle Entwicklung der Diskussion dann noch reagieren. Aber wir hatten das von Anfang an gemeinsam produziert sozusagen, haben den Text ja auch dann gemeinsam abgegeben und haben ihn gemeinsam vorgetragen im Wechsel, und zwar sehr spontan im Wechsel. Also es war wie ein Zwiegespräch. Und wie ist das so angekommen? Welche Reaktionen haben Sie direkt aus dem Plenum gespürt? Ja, also ich denke ganz gut. Also es kamen auch danach eben Mitglieder aus anderen Erdteilen zu uns, die dann doch Deutsch verstanden haben und haben sich plötzlich gewissermaßen geoutet nach dem Motto, wir haben in Aachen studiert oder so, und das war sehr schön. Wenn man jetzt an die Sprachziele guckt, Sie haben gerade gesagt, da geht es natürlich ums Inhaltliche, ans Eingemachte. Sie sitzen da ja in der Runde von hochkarätigen Theologen, das kann man so sagen. Wie kommen Sie selbst dort denn auch mit Ihren Erfahrungen wirklich zu Wort? Sehr gut eigentlich. Also das sind ja auch alles Themen, die uns auch theologisch nicht ganz fern liegen. Wir sind auch beide dann nicht so ein bisschen, nicht ganz unvorbereitet. Aber das ist einfach deswegen gut, weil dort auch der Moderator, das ist in diesem Fall Kardinal Schönborn, sehr darauf achtet, dass alle dort, wo sie wollen, zu Wort kommen. Also es ist überhaupt keine Schwierigkeit, immer dann, wenn man meint, etwas Substanzielles beitragen zu sollen, dass man es auch tun kann. Macht er gut, lädt ein, fragt sogar manchmal nach, sind sie alle zufrieden, haben sie alles gesagt, was sie sagen wollten und so. Also wir fühlen uns da wirklich völlig akzeptiert und auch ganz im Gegenteil. Manchmal muss man sogar, hat man den Eindruck, wir müssen jetzt mal wieder was dazu sagen. Der zweite Bericht aus der deutschen Sprachgruppe wurde ziemlich gelobt in den Medien und von den Experten. Also erstmal Glückwunsch, dass Sie das geschafft haben. Wie zufrieden sind Sie denn auch mit dem, was da bisher schon bei rausgekommen ist? Eigentlich sehr zufrieden, weil es ja am Anfang so schien, als gäbe es über ganz wenig gemeinsame Nenner. Und dass es in diesem Dialogprozess gelungen ist, eben zu diesem schönen Ergebnis zu kommen. Und war das schwierig? Nicht einfach jedenfalls. Sie wissen ja, wie der Zirkel zusammengesetzt ist. Dort haben sich auch Menschen getroffen, Synodenväter, die ganz offenkundig schon durch ihre vorherigen, auch außerhalb der Synode abgegebenen Stellungnahmen, ja ganz offenkundig unterschiedliche Auffassungen sind in einigen Fragen. Und das war beeindruckend, wie man sich, ich sag mal, wenn man das etwas salopp sagt, zusammengerauft haben und mit welcher Ernsthaftigkeit da wirklich Schritt um Schritt aufeinander zugegangen worden ist. Das war schon, also so wie der Text jetzt aussieht, der zeigt, dahinter liegt auch ein schönes Stück Weg und viel guter Wille.
Jetzt sind Sie eines von 16 weiteren Paaren, die im rechten Teil der Synode sitzen. Wir haben Sie da heute Morgen schon einmal heimlich gefilmt. Wie sehen Sie sich so eingeordnet unter den anderen Paaren, Familien? Also sind da auch die Unterschiede stark zu merken? Ja, die Unterschiede unter den Familien sind mindestens so groß wie unter den Erdteilen, die da zusammengekommen sind. Wir haben mit dem französischen Ehepaar, also europäischen, ein bisschen bessere Kontakte, denken wir. Aber ansonsten sind da die kulturellen Gegensätze sehr groß. Also wir reden miteinander, aber wir merken, dass wir eigentlich doch von anderen Teilen der Welt kommen. Würden Sie sich denn als ein typisch deutsches Ehepaar bezeichnen? Ja und nein. Also eigentlich in dem Sinne, was Lebenserfahrung angeht und alles, was bei uns in der Familie abgespielt hat, glaube ich schon. Da können wir ja, haben wir kaum irgendwelche Umwege gemacht. Repräsentativ weiß ich nicht so ganz. Natürlich fehlt einem die eine oder andere Erfahrung, aber es ist auch doch eine ganze Menge, was wir selbst erfahren haben, was wir mit Kindern mitgemacht haben, durchgemacht haben, gemeinsam erlebt haben und was wir jetzt wieder mit den Enkelkindern alles erleben. Also da ist schon viel Buntes drumherum und wir sind ja auch irgendwo noch ein bisschen mitten im Leben. Ne? Bei den Generalversammlungen gibt es ja auch immer die Möglichkeit, im Vorfeld den Papst Franziskus zu treffen, weil er immer so früh da ist. Haben Sie ihn dort auch schon getroffen und kurz mit ihm sprechen können? Wir haben ihn nicht vor der Generalversammlung getroffen, sondern in der Pause. Da bietet sich da auch die Gelegenheit. Ja, und da hatten wir eben letzten Donnerstag schon, konnten wir mit ihm kurz sprechen. Und es war sehr schön. Ist er ein Netter? Ja, sehr. Nein, er hat auch viel gelacht mit uns. Ja. Er ist nett, er ist so, wie man ihn öffentlich wahrnimmt. Er ist auch im persönlichen Gespräch ungeheuer konzentriert, offen, hört sofort zu, hat auch sofort geantwortet. Wir konnten Deutsch mit ihm sprechen natürlich. Das war klasse, das muss man wirklich sagen, klasse. Und das gibt auch Mut, dass dieser Papst, sagen wir mal, auch angesichts all der Themen, die da jetzt auf ihn zukommen, er muss ja versuchen, den ganzen Zug zusammenzuhalten, dass er das Standing auch wirklich hat, auch persönlich die Ausstrahlung hat, um das ganz gut hinzukriegen. Sind wir ganz zuversichtlich. Jetzt geht es in die Gruppenphase wieder hinein, wo über den dritten Teil gesprochen wird. Alle sagen, jetzt geht es richtig um die heißen Eisen. Mit welchen Einstellungen, Erwartungen, Hoffnungen gehen Sie da jetzt in die Gruppenphase? Wir hoffen eigentlich, dass es so geht, wie wir es im zweiten Teil schon mal praktizieren konnten und dass sich keine Verhärtungen jetzt in irgendeiner Weise auftun. Und mit Blick schon aufs Ende, vielleicht ein bisschen früh, aber sind Sie optimistisch, dass am Ende wirklich was rauskommt? Also vorsichtig optimistisch, und eines ist ja schon jetzt klar, die Synode hat ja stattgefunden, schon mal mindestens bis zu diesem Punkt. Und die wird noch ein bisschen weitergehen, also die kann man ja nicht mehr wegnehmen. Die Art, wie offen da gesprochen werden konnte, das ist zwar keine Sensation in Bezug auf die Welt als solche, aber das ist für die katholische Kirche schon ein größerer Schritt nach vorne. Es ist ja kein Thema tabuisiert worden und es haben alle Richtungen dort Platz gehabt. Da wird man nicht mehr von wegkommen. Das ist in jedem Fall da und für den Rest, wie gesagt, vorsichtiger Optimismus. Ich wünsche Ihnen, dass Sie diesen Optimismus behalten und dass er am Ende auch erfüllt wird. Und für die weiteren Beratungen alles, alles Gute. Vielen Dank für das Interview. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Dankeschön.